Okay, alles läuft, also geht's weiter mit Babas Palast. Kannst aber dran nicht sprechen hier. Wie ihnen von Mutenrösche gesagt worden war, begaben sich Goku und die anderen zu Baba. Würde sie in der Lage sein, den letzten Dragon Ball ausfindig zu machen? Oh du meine Güte, wie jung du noch bist. Bist du die Höllenseherin Baba? Welch seltener Name. Ich bin die Hellseherin Baba. Hör gefälligst besser hin. Ich möchte dich bitten, nach etwas zu suchen. Kein Problem, aber das wird auch ein hübsches Sümmchen Geld kosten. Zumindest unter normalen Umständen. Aber mein inneres Auge verrät mir, dass ihr kein Geld habt. Was können wir also tun? Nun, ihr könnt gegen meine Krieger antreten. Und wenn ihr sie besiegt, sage ich euch eure Zukunft gratis voraus. Abgemacht, das wird super. Also gut, du bist dran, Mann im Teufelsgewand. Okay. Was hat er mit mir gemacht? Nicht viel. Komm her, du Mann im Teufelsgewand. Du lächerlicher. Steh auf. Kriegst du ein Kamehameha? Schade. Pack deinen Dreizack weg. Komm mal runter, da. Ja, genau. Der darf mir in der Vorder immer hauen, aber ich ihn nicht, oder was? Komm her. Nein, nein, nein. Komm mal ran hier. Kann man denn die ganze Zeit fliegen? Ja. Nein, 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 nein. Ich bin da so satt. Komm her, du Affe. Komm her, mehr. Ja. Also. Sehr gut. Stärkere Schockwelle wäre mir trotzdem lieber. Ah. Komm mal her. Du Arsch. Okay. Ich habe eine stärkere Schockwelle. Wenigstens etwas. Nein, 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 du spinnst wohl. So ein Maletten am Zaun oder was? Ich hab ihn geschlagen. Ha, wer ist der Nächste? Mist, du bist was Besonderes, mein Junge. Aber hier hört die Glückssträhne auf. Der nächste Gegner ist weitaus stärker. Komm raus. Okay, okay. Also gut, dich mache ich mit links fertig. Willst du dich für den Kampf nicht verneigen? Hä? Oh, natürlich. Hm? Er riecht irgendwie angenehm. Also dann, beginnt den Kampf. Mit seinem heiligen Schein. Ich könnte jetzt sagen, wer es ist, aber... jetzt mir gerade spontan einfällt. Aber das war vielleicht ein bisschen dumm. Komm, komm, nein, 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 nein. Ich hau dich. Steh auf. Perfekt. Okay, jetzt hab ich Angst. Okay, Glück gehabt. Warum hat das jetzt wieder nicht geklappt? Ich muss mir echt angewöhnen, Steuerkreuz loszulassen, wenn ich mein Kamehameha benutzen will. So wie jetzt. Nein! Nein, 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 nein! Schwein gehabt. Also. Gleich nochmal.
Das war's. Und ich habe noch volle Energie. Perfektes K.O. Jetta! Und? Ich habe gewonnen, stimmt's? Haha, ich gebe auf, du hast mich geschlagen. Du bist viel stärker geworden, Goku. Es freut mich, dass du so gut trainiert hast. Woher kennst du meinen Namen? Du bist doch nicht etwa... Doch, ich bin es, Gohan. Ah, Großvater, Großvater, Großvater! Ich hätte allerdings nicht gedacht, so wenig gegen dich ausrichten zu können. Also, dann will ich euch, wie versprochen, die Zukunft voraussagen. Hoi, 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 hoi! Ich sehe ihn, der Dragon Ball bewegt sich. Er befindet sich in einem Auto, ca. 200 Kilometer von hier entfernt. Danke, dann breche ich am besten sofort auf. Sein Gegenstand, Gohan zuerhalten. Gohan ist nun für Zweikämpfe auswählbar. Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich das einmal weggedrückt. Jedenfalls, Straßen einer Stadt. Nicht schon wieder ein Fluglevel. Glück gehabt. Oh, wen haben wir denn da? Hey, gib mir den Dragon Ball. Hm? Ah, an dich erinnere ich mich. Ihr wolltet mich doch schon mal umbringen, oder? Beeindruckend, dass du diesen Dragon Ball orten konntest. Ihr hängt wohl schon wieder die üble Machenschaften aus, was? Also, mach keine Schwierigkeiten und gib ihn her. Das kann ich nicht. Auch ich sammle die Dragon Balls. Was hältst du davon? Wir kämpfen und falls du gewinnst, gebe ich ihn dir. Wenn wir aber gewinnen, gibst du uns alle 6. Also, gehst du auf die Abmachung ein? Kein Problem. Wenn du einschlägst, schlage ich auch ein. Okay, dann lass uns kämpfen. Hahaha, diesmal wird die Sache anders enden. Oh, jetzt haben wir 3 beschissene hässliche Roboter. Los, Kombination. Ja, genau. Was zur Hölle? Okay, ich brauche unbedingt noch... Ah, da kann sich wieder nicht ducken. Ich hasse es, wenn ich mich nicht ducken kann und somit bestimmten Angriffen nicht ausweichen kann. Nein, was springe ich denn auch, ich Idiot? Nein, 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 komm, steh auf. Okay, Kamehameha. Oh, was soll denn das? So, gleich ist wenigstens meine Leiste unten voll. Ach, ich kann das noch zerstören, da eben. Na komm. Na. Jetzt. Gut. Das war daneben. Und ich habe alles abgekriegt. Kacke hier. Nein! Och Mann! Ich mag Pilaf nicht. Neuer Versuch, 14 Leben haben wir noch. Oh, Krütze! Nein, 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 nein. Scheiß Pumpen. Weg, 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 weg. Oh. Stell mich aber um. Bisschen doof an gerade. Verdammt! Ich kotze. Was wird denn das hier? Weg, weg, weg. Ja! Nein! Ich wollte mich wieder ducken! Mann! Ja, noch ein Versuch. Ich kann einfach ganz ruhig umgehen. Nein!
Was denn? Ich hab doch drauf eingeschlagen. Mann! Nein! Ah, oh, leck mich doch! Jetzt! Herrschaftszeit noch eins! Die Haare, Shane. Goku besiegte Pilaf und seine Gefolgsleute problemlos. Er hatte endlich alle Dragon Balls vereint. Er nahm Upa mit sich und begab sich ins Land von Karin. Dort bat er Lee Shenron, Bora wieder zum Leben zu erwecken. Damit hatte Goku sein Versprechen gehalten und freute sich auf den nächsten Weltkampf. Er ließ Muten Roshi und die anderen zurück, um noch härter zu trainieren. Auf zum nächsten Turnier, wo wir, glaube ich, das erste Mal Tenshinhan treffen. 3 Jahre vergingen und der Tag des Weltkampfes stand erneut vor der Tür. Das heißt, Son Goku ist jetzt 15 Jahre. Welche Kämpfe würde Goku nun wohl mit seiner neuen Kraft liefern? Muten Roshi, Goku ist noch nicht da. Was werde ich mit ihm machen? Was macht Goku denn? Er wird zu spät kommen. Oh oh, nur noch 3 Minuten. Hallo Leute. Hey, na wie geht's denn allerseits? Mensch, musst du uns immer so auf die Folter spannen? Okay, es ist soweit. Viel Glück. Ha, ich werde gewinnen. Quatsch, ich gewinne bestimmt. So rum. Wettkampf 1, erstes Duell. Goku gegen Chaozu. Sag mal, bist du wirklich so stark? Natürlich. Gegen dich verliere ich sicher nicht. Okay. Ich werde dich nicht mit Samthandschuhen anfassen. Ein Duell zwischen der Schildkrötenschule und der Kranichschule. Bitte beginnt das erste Duell. Chaozu. Der Chaozu werden wir hoffentlich noch besiegen können. Ich mache mir mehr Sorgen um Tenshinhan. Na, verdammt. Das war schon mal gut. Yes. Genau. Verdammt. Das war dem Latten am Tor, ne? Okay, wollte gerade sagen, jetzt kann ich mich wehren, aber hat nur halb funktioniert. Hab ihn zwar getroffen, aber das hat mir nicht viel gebracht. Sehr gut, vollkommen aufgeladen. Volltreffer. Naja, nicht Volltreffer, aber getroffen. Perfekt. Komm aufgeladen. Mist, ich habe wieder in der Richtungstaste gedrückt. Kratze hier, nein! Verdammt! Habe ich schon geblockt? Geh weg! Das auch. Scheiße. Komm her. Wieder in die Richtungstaste gedrückt. Ist das schlimm. Hä, ich habe ihn doch getroffen. Was war das jetzt? Nein, 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 nein.
jetzt. KO. Jatta. Immerhin habe ich ihn überhaupt besiegt. Ich hab's geschafft. Ob Muten Roshi es wohl gesehen hat? Wettkampf zweites Duell, Goku vs. Krillin. Na, jetzt geht's rund. Halt dich bloß nicht zurück. Okay, natürlich nicht. Ach je, nun ein Duell zwischen zwei Schülern der Schildkrötenschule. Okay, beide Wettkämpfer, beginnt das Duell. Okay, jetzt muss ich mir den kleinen Knopf hier durch die Kante kloppen. Ja, man ist auch schneller als damals. Und brutaler. Lass mich am Leben. Oh, komm schon. Ja, mein Strike. Irgendwas Gutes muss es ja haben. Komm her. Das war's schon. Gleich nochmal. Komm her. Komm, steh auf! Verdammt! Ah, gut. Ich wollte gerade sagen, ich habe sie doch versaut, aber... habe ich doch nicht. Verdammt, warum hat es diesmal nicht geklappt? Ich habe extra losgelassen. Nein, komm her! Verdammt! Ja, ja, ja. Krieg dich ein. Nein! So geht das, Krillin. Verdammt! Nee, der holt auf! Das geht gar nicht. Warum hat es jetzt wieder nicht geklappt? Ah, scheiße, was mache ich denn? Komm! KO! Sieg! Spielsatz und Sieg, Goku! Hehehe, tut mir leid, aber der Sieg gehört mir! Weltkampf drittes Duell, Goku vs. Tenshin Han. Gegen dich durfte ich mit Leichtigkeit gewinnen. Wie aufregend, dass wir beide uns im Finale gegenüberstehen. Ich werde dir eine Technik zeigen, die ich mir aufgehoben habe. Also, wer wird unser Champion? Okay, beginnt das Finale. Bereit? Kampf! Ja. Scheiße, 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 scheiße! Nein! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe, du blöde Kuh! Also, ist ein Karl, oh, da habe ich endlich seine Konterleiste unten und dann versau ich so derb. Komm her. Verdammt. Warum ist er auch so viel stärker als ich? War bestimmt nicht bei Meister Quitte. Also, bei Karin. Mein Gott. Ich habe gerade echt keine Ahnung, wie der nun wirklich heißt. Sag mir einfach Karin. Fuck. Komm schon. Das ist mein Strike. Scheiße. Ja komm, krieg dich ein. Nein. Arschloch. Ich kann das auch. Sehr gut. Ich bin schon mal beruhigt, wenn ich wenigstens eine Leiste von ihm runter habe. So,
Aber es ist eigentlich ganz schön übel, was ich hier gerade mache. Das kann ich in Beat'em'ups überhaupt nicht leiden. Wenn du nicht mal die Chance hast, aufzustehen. Hat mich ja trotzdem besiegt. Niederlage. Muss ich gewinnen, ja, ne? Ja, ich muss gewinnen. Ganz schön böse. Breit. Nein! Ich darf ihn einfach keine Chance lassen, irgendwie. Na, wo trete ich denn bitte hin? Nein, warum? Warum? Hä? Das kapiere ich gerade nicht. Komm her! Mann! Drei Auge. Komm her! Da muss ich auch noch das falsche Kamehameha. Nein! Lass mich in Ruhe! Arschloch! Scheiße! Du musst hier raus aus der Ecke! Warum? Nee, das ist schon wieder blöd. Dann kannst du nicht am Steuerkreuz liegen. Dass meine Kamehas nie sitzen. Also, nie ausgeführt werden, besser gesagt. Ja, den Kampf habe ich schon wieder verloren. Weil das Spiel auch teilweise echt macht, was es will. Okay, tot. Scheiße. Das war so knapp. Wenn er mal die Kamehamehas eingesetzt hätte, wenn ich sie einsetzen wollte, dann hätte ich auch nicht verloren. Was ist denn hier los? Stimmt was in der Controller-Konfiguration nicht? Ich hab den getroffen, das juckt den gar nicht. Was soll denn das? Das habe ich schon wieder verloren, ja, genau. Dann zu früh! Ein Strike, ja. Hä? Scheiße. Verdammt. Sehr gut. Mann. Warum denn? Klär's mir wenigstens.
Noch eins. KO. Noch nicht? Aber gleich. Okay. Another try. Ach, jetzt will ich schon Englisch sprechen und. Warum? Lass mich in Ruhe. Du halbnackter Affe. Oh, jetzt! Na klar, ganz genau. So guckst du. Scheiße! Was ist denn jetzt gerade los? Okay. Was? Komm her, du Affe. Du Halbnackter. Ach, der rennt da wieder weg, der Schisser. Was zur Hölle? Oh. Ey, was? Hat er nur noch so einen kleinen Strich? Oh, jetzt kriegt aber gleich was. Ah, scheiße. Ich habe keinen Bock mehr. Ich will nicht mehr. Ich will's überspringen. Komm her, du Arsch. Thank you.
Nein, nein! Du bist Arschloch. Yes! Oh, hat ja gedauert. Ich weiß schon, warum Tenshi Hans überhaupt nicht zu meinen Lieblingscharakteren gehört, ey. Meine Fresse. Ich hab's geschafft. Ich hab gewonnen. Nanu, der Wettkämpfer Goku hat gewonnen. Der Wettkämpfer Goku ist unser Champion. Ah, oh, das kann ich nicht mal mehr lesen. Und wieder einmal hatte Goku den Weltkampf gewonnen und konnte den Applaus seiner Freunde genießen.